Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Aufgaben der Leber. Viel Spaß dabei. Zuallererst erstmal eine kurze Verortung und eine Einordnung der Leber. Die Leber liegt in unserem rechten Oberbauch. Sie schmiegt sich dem Diaphragma, dem Zwerchfell an und reicht mit ihrem linken Rand bis vor den Magen, zumindest beim gesunden Menschen. Die Leber wiegt ca. 1,5 Kilogramm und ist damit die größte exokrine Drüse, die der Mensch hat. Ja, kommen wir zu den Aufgaben der Leber. Man hat ja häufig schon mal gehört, ja gut, wenn man jetzt ordentlich einen trinkt, dann hat die Leber ordentlich was zu tun. Also irgendwie hat es was mit Entgiftung zu tun. Stoffwechselorgan haben die meisten auch schon mal gehört. Aber es gehört doch schon noch ein bisschen mehr dazu und deswegen wollen wir uns heute mal das ein bisschen genauer anschauen. Ich habe hier schon mal so die grobsten, wichtigsten Punkte aufgeschrieben, an denen hangeln wir uns jetzt entlang. Als ersten Punkt haben wir hier die Bildung von Eiweißen. Ich habe gerade schon erwähnt, die Leber ist ein Stoffwechselorgan. Sie ist sowohl bei Kohlenhydraten, also der Glucose, als auch bei Fetten und eben auch bei den Eiweißen an Synthese, also an Bildung, an Umbau und auch an Abbauprozessen beteiligt. Die Eiweiße jetzt im Speziellen, was kann man da nennen? Also vor allem ganz wichtig das Albumin. Die Leber bildet das Albumin. Albumin ist ein ganz wichtiges Transporteiweiß und auch wichtig für unseren Blutdruck, da Albumin Wasser bindet. Aber auch fast die gesamten Blutgerinnungsfaktoren, also hier könnte man Fibrinogen, also Fibrin oder Prothrombin nennen als prominente Vertreter. Also Bildung von Eiweißen. Dann die Synthese von Fetten. Klar, habe ich auch gerade schon erwähnt. Fette, also prominente Vertreter, werden hier wieder die Triglyceride, ganz klar, die Phospholipide, aber auch Cholesterin wird ebenfalls in der Leber gebildet. Die Bildung der Galle, genau. Die Galle hat in unserem Dünndarm die Funktion, unsere Fette zu emulgieren, also sie in ganz kleine Tröpfchen aufzuspalten, damit dann die Lipase diese dann in Fettsäuren auftrennen kann und der Darm sie dann resorbieren kann. Also Bildung der Galle auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Gallenblase liegt ja direkt unterhalb der Leber. Und dort wird die Galle, die dann in der Leber gebildet wird, eingedickt, circa auf ein Zehntel und dann bei Bedarf in den Darm abgegeben. Speicherfunktion, ja, auch eine ganz wichtige Sache, die häufiger auch mal vergessen wird. Die Leber speichert diverse Sachen, unter anderem Eisen. Eisen wird gespeichert, dann die fettlöslichen Vitamine. Die kann man sich immer merken mit dem Spruch EDEKA, also E, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A auch. Und jetzt aufgepasst, die Leber speichert quasi auch das Vitamin B12. Da fragt sich der eine oder andere jetzt vielleicht, Vitamin B12, das ist doch wasserlöslich. Normalerweise werden doch wasserlösliche Stoffe nicht so wirklich gespeichert. Ja, im Fall von Vitamin B12 ist es so, dass es dem enterohepatischen Kreislauf unterliegt. Das heißt, das B12 zirkuliert die ganze Zeit zwischen Dünndarm, terminalem Ileum, da wird es wieder resorbiert und der Leber hin und her. Also es wird resorbiert im Dünndarm, gedankt über die Fortader in die Leber und von der Leber über die Gallenwege wieder in den Darm. Und somit können wir zum Beispiel beim Vitamin B12 einen Speicher doch von 5 bis 10 Jahren aufbauen. Also hätten wir den enterohepatischen Kreislauf nicht, müssten wir schon einige Stoffe viel, viel, viel mehr zunehmen, sodass man eigentlich nur noch mit Essen und Schauen, wie kriege ich Stoffe in meinen Körper, beschäftigt wäre. Deswegen ist das schon eine sehr, sehr geniale Sache vom Körper. Außerdem speichert die Leber natürlich auch Zucker. Die Glucose wird vom Insulin in die Zellen gebracht und auch dann in die Leber. Und dort baut die Leber das dann um zu Glykogen. Glykogen ist die Speicherform dann, die in der Leber dann vorhanden ist. Wenn der Blutzuckerspiegel dann sinkt und wir das Glykogen wieder in Glucose umwandeln wollen, passiert das über
Glucagon. Glucagon ist ein Hormon aus der Bauchspeicheldrüse. Des Weiteren speichert die Leber auch Blut. Fragt man sich jetzt, lagert das einfach irgendwie Blut ein? Wie ist denn das? Gerinnt das dann nicht? So ist es natürlich nicht, sondern das Blut, also die Leber kann ihre Gefäße weitstellen und engstellen und damit, wenn sie die Gefäße weitstellt, wird der Blutfluss natürlich langsamer und die Menge des Blutes, die dann in der Leber verweilt, ist auch größer. Dementsprechend, das Blut fließt immer, es sollte auf jeden Fall immer fließen, aber es ist quasi auch eine Art der Speicherung, so über einen längeren Zeitraum mehr Blut in der Leber zu behalten. Genau. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch vorhin schon erwähnt habe, ist der Abbau und die Entgiftung der Leber. Was wird abgebaut und was wird entgiftet in der Leber? Als allererstes ist da erstmal Ammoniak zu nennen. Beim Eiweißstoffwechsel fällt giftiges Ammoniak an. Das wird dann zu Harnstoff umgewandelt von der Leber und dieser Harnstoff wird dann über die Nieren ausgeschieden. Andere Sachen sind Medikamente, Alkohol, wie vorhin schon erwähnt, der Ethanol wird oxidiert und somit unschädlich gemacht. Und all diese Dinge werden dann größtenteils über die Niere ausgeschieden. Bestimmte Hormone werden auch in der Leber abgebaut und die Blutzellen, also Erythrozyten und Leukozyten, werden auch zum Teil in der Leber abgebaut. Ja, das waren so, ist jetzt ein grober Überblick über die Aufgaben der Leber. Man kann da noch deutlich weiter reingehen. Eine Sache, die man auf jeden Fall auch noch nennen kann, ist die Blutbildung. Die Blutbildung wird normalerweise beim gesunden Menschen bis zum 7. Fetalmonat von der Leber mit übernommen und wird ja dann später eher vom Knochenmark übernommen, kann aber auch bei Menschen, die dort Erkrankungen haben, auch später wieder dann von Leber und Milz übernommen. So, jetzt ist gerade der Akku alle gegangen von meiner Kamera, aber gut, ich bin auch fast fertig mit dem Video. Also, jetzt haben wir auch noch die Blutbildung in der Fetalzeit besprochen und als allerletztes die Körpertemperatur. Dadurch, dass unsere Leber so viel Stoffwechsel betreibt und so viel Arbeit, ist sie circa 1,5 Grad wärmer als unsere anderen Organe und trägt somit, man sagt so, zu ungefähr 0,4 Grad Celsius zu unserer Körperkerntemperatur bei. Das ist mit auch ein Grund, warum man, wenn einem kalt, also wenn man lange nichts gegessen hat, wenn man hungrig ist und einem dann so fröstelig kalt ist, das liegt daran, dass die Leber quasi weniger zu tun hat, weniger Stoffwechsel betreibt und somit weniger Wärme produziert. Genau, das war jetzt ein Überblick über die Aufgaben der Leber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr euch irgendwelche Themen wünscht, auf irgendwas Lust habt, irgendwas hören wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald. Ciao.